Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Roblox zum ersten Mal. Und heute nicht Minecraft. Heute sind wir mit dem Spiel namens Notruf Hamburg. Spielen das und sind kriminell. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt direkt los. Oh, also, ich glaube, wir werden jetzt zum Farmshop fahren. Oder der wird schon ausgeraubt, alles klar. Können wir ja vielleicht mal zur Ares-Tankstelle fahren. Weil da kann man ja auch was ausrauben. Ich erzähle euch mal kurz was zu Notruf Hamburg. Also Notruf Hamburg ist ein Roleplay-Spiel. Wie GTA oder so. Da kannst du halt, hier in Notruf Hamburg kannst du Polizist werden. Oder halt, keine Ahnung, ADAC. Oder halt LKW-Fahrer. Oder halt einfach Krimineller. Das kann man sich hier entscheiden. Und ja, das ist halt so ein Spiel wie GTA. Ich würde mal sagen, wir rauben diesen Laden aus. Nämlich den Toolshop. Und der ist schon ausgeraubt. Das ist jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Wir haben 9 Polizisten. Das ist nicht so gut. Fahren wir jetzt mal zu dieser Tankstelle. Oder es kommt ein Polizist. Dann halt nicht. Können wir ja mal vielleicht zum Dealer fahren und den Hafen überfallen. Den Hafen habe ich noch nicht überfallen. Wir haben nur den... haben eigentlich gar nichts bisher überfallen. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Rauben wir bald das Schiff aus auf entspannt. Kann ja nicht schaden. Halt, wirklich. Kann ja nicht schaden. So, wir sind beim Dealer angekommen. Kaufen uns eine Bombe. Denn dann können wir nämlich das Containerschiff überfallen. Was wir eigentlich jetzt gerade schon wollen. Da hinten ist ein Audi R8. Glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall... Drift. Auf jeden Fall fahren wir jetzt dann mal zum Containerschiff. Und da rauben wir den aus mit unserer schmackhaften Bombe. Außer das Schiff wurde schon ausgeraubt und ihr seht, wie schnell das Auto ist. Halt, Digga, das ist ja ultra mäßig. Und außerdem, falls die Polizei kommt, ich habe eine kleine Waffe vorbereitet, damit uns eigentlich sehr wenig passieren kann. So. Wir können auf jeden Fall schon mal einen der Container ausrauben, weil da keine Holzplanken sind. Wären da nämlich Holzplanken, könnten wir den nicht ausrauben. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum Grün. Der geht. Mein Gott. Ich raube einfach ein Containerschiff aus. Das ist jetzt krass, ne? Oh mein Gott, weil jetzt Polizei kommt, bin ich Arsch. Aber hier sind noch ein paar Geldscheine. Die können wir uns ausnecken. So, 5, 6K. 6,55K. 7,59K. Oh Gott, wir haben einfach das Schiff überfallen. Digga. Ich mache das halt jetzt nicht so oft, weil ich fahre mein Geld so. Ich würde sagen, dann hauen wir mal schnell ab, ne? Wir fahren hier wahrscheinlich lang. Actually, weißt du was? Das wäre jetzt wahrscheinlich keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Wir werden so sterben, ne? Weg hier. Einfach nur weg hier. Nicht wegkommen. Dann sind wir im Knast. Verspreche ich euch, Leute. Aber wir sind schon weg. Let's go, Junge. Hier. Über die Autobahn flüchten wir mal. Dann sind wir schon weg. Und er dreht um. Der schafft es aber eh nicht, uns zu verhaften. Ne? Können wir mal gucken. Vielleicht können wir ja den Farmshop ausrauben. Der bietet sich gerade an.
Außer es kommt Polizei halt. Oh, der brennt auch. Das ist auch so ein bisschen gut. Ich würde sagen, wir rauben den noch aus. Und dann war es das eigentlich schon. Was sollen wir denn noch ausrauben? So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ist schon ausgeraubt. Dann rauben wir wohl was anderes aus. Bin mir gar nicht so sicher, was wir noch ausrauben können. Was gibt's denn noch? Die Osso-Tankstelle gibt es noch. Die könnten wir vielleicht ausrauben. Ich habe sie gerade eben aber nicht ausgeraubt, weil halt ein Polizist in der Nähe war und ich habe heute keinen Bock auf Stress und die ist auch schon auf. Das heißt, die können wir jetzt auch nicht ausrauben. Hier ist eine E-Klasse. Wettenpolizei. Audi R8. Keine Polizei. Das ist sehr gut. Dann flüchten wir mal. Oder rauben mal, besser gesagt. Diesen Laden aus. Das ist ein Toolshop. Habe ich aber schon gesagt. Der ist aber schon auch ausgeraubt. Mann, was können wir denn ausrauben? Ich könnte zum Juwelier gehen. Aber da ist es sehr riskant. Ich habe auch ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt so viel Geld. Okay, wir rauben das aus. Leute, 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 wir rauben das aus. Okay, ich dachte, ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Gott. Nein, das ist ein Q5. Oh mein Gott. Ich bin fast down, ne? Mein Gott. Boah, Junge. Das war so knapp. Ey, Leute. Das war so knapp gerade. Also ehrlich. Wenn das mal nicht knapp war, hauen wir mal jetzt schnell ab. Vielleicht können wir ja gucken. Vielleicht geht der Farmshop schon wieder. Könnten wir ja den wieder ausrauben. Denn hier ist schon eine E-Klasse. Die ist aber keine Polizei. Nein. Verpiss. Ich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Q5. Geh weg. Oh nein, der verfolgt mich. Das ist gar nicht gut. Na, weißt du was? Auch so wird da ausgeraubt, dann bleibt da doch stehen. Ja, das machst du auch. Gut, dann kann. So, Leute, ich würde dann mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.